Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Dark Souls. Ja, machen wir weiter. Ich habe jetzt wieder eine kleine Pause schon gemacht. Also, kleine Pause heißt, ich habe gestern gedattelt und heute geht's weiter sozusagen. und habe jetzt noch ein bisschen im Forum, während ich jetzt hier die Folgen produziert hatte, die letzten, noch ein bisschen im Forum umgeschaut, mir noch ein paar Tipps eingeholt. Also zum Beispiel weiß ich jetzt auch, wie man richtig parieren kann. Einerseits könnte man zum Beispiel mit dem Schild blocken und muss dann RB drücken. Dann gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, wo man anscheinend auch Fatalities machen kann. Ich gehe währenddessen schon mal in den Fahrstuhl, während ich hier labere. Und zwar muss man da rechtzeitig, wenn der Gegner zuschlägt, LT drücken und dann sofort RB. Das soll aber ein bisschen schwieriger sein vom Timing her. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, das kann man ja mal im Hinterkopf behalten. Muss ich halt irgendwann da mal ausprobieren. Und ich weiß jetzt natürlich auch, wo wir hin müssen, um zu den Gargoyles zu kommen. Und die müssen wir wahrscheinlich wirklich erstmal besiegen. Und zwar müssen wir da wieder die Treppe hoch. Da, wo der Necromancer war, ist ja so ein kleiner Nebenraum und da geht dann die Leiter nach oben. Ja, das müssen wir halt mehrmals jetzt probieren mit den Gargoyles. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das gleich beim ersten Mal schaffen. Müssen wir mal gucken. Aber wir sind ja eigentlich von der Ausrüstung und so insgesamt stehen wir ja nicht so schlecht da mittlerweile. Dass es insgesamt schon irgendwie schaffbar sein sollte. So, hier hoch, glaube ich, war es. Dann kommt jetzt erstmal wieder dieser Ritter. Schauen wir mal. Okay, habe ich nicht getroffen. Ich markiere den erstmal wieder. Ja, hier sehe ich nichts. So, jetzt wollen wir vielleicht auch mal angreifen. Mal, so, hier vorbei. So, jetzt vielleicht. Na komm, mach doch mal schnelle Angriffe hier. Na? So, hier. Jetzt müsste da eigentlich auch gleich down sein. Ja, irgendwie hat das davor besser funktioniert. So, nochmal einen harten. So, jetzt liegt er. Sehr gut. Dickwanst. Und mir hat jetzt auch einer in Comments geschrieben, ich bin ja gerade ziemlich krass am Vorproduzieren. Also momentan ist, glaube ich, erst die zweite Folge oben. Ja, man merkt schon, mir macht das Spiel Spaß. Hat jemand in die Comments geschrieben, dass diese ganzen Geisterschemen und so, dass das andere Leute sind. Also ich spiele ja quasi online und dass das immer wieder irgendwelche Schemen zeigen andere Spieler, wie die irgendwie an dieser Stelle gelaufen sind oder so. Irgendwie so habe ich es verstanden. Und auch die Notizen sollen angeblich von Leuten sein, die da online sind. Also irgendwelche Hinweise und so. Versuch's mit Köder. Okay. Ja gut, nee, die hier versuche ich jetzt in den Gang hier zu machen. Das sind jetzt so übelst viele, die müssen wir erstmal weghauen. Vielleicht sollten wir ja lieber die... Ich werde einen Feuerball nehmen, das mit Feuerball machen. So lassen wir ein bisschen Distanz zu gewinnen. Stimmt, da war ja was. Die hat schon wieder total verpeilt, dass die jetzt kommen. So. Mit AE-Schaden dürften die eigentlich ganz gut gehen, hoffe ich zumindest. Ah, damn, das war nicht gut. Kommen da noch mehr? Ja, wenn da nicht mehr kommen... Ah, was hat denn der für eine Reichweite? Das gibt's doch gar nicht. Machen wir erstmal Nahkampf weiter. Der ist down. Okay, jetzt wieder Feuerbälle. So. Und die sind dann auch One-Hit, wenn man den trifft. So, nochmal. Und jetzt nehmen wir wieder Nahkampfwaffe. Und der ist auch down. Sehr gut. Ja, haben wir ein bisschen Leben verloren. Da geht schon. Dann halt dran. Ich kann ja wenigstens schon mal wieder markieren. Aber nur für den Fall. Ich weiß nicht, ob jetzt noch welche kommen. Aber das waren ja mal ziemlich viele gewesen, so. So, da vorne. Ja, stimmt, hier sind wir gestorben das letzte Mal. Cool, 2300. Eigentlich könnten wir jetzt mal skillen gehen, aber nee. So, und jetzt hier die Treppe hoch, ne? Okay, nehme ich mal noch einen Heiltrank. Und ich würde mir jetzt sehr gerne erstmal das Dach komplett angucken, zumindest mal dahinter. Da war ja, wo die Gargoyles drauf sind, konnte man ja noch dahinter laufen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass ich es schaffe. Aber vielleicht gibt man irgendeinen Hinweis. Wenn da nichts ist, müssen wir es so hinkriegen. Da kann ja sein, dass da wieder irgendwas ist, was ich übersehen habe oder was ich noch nicht sehen konnte. Gucken wir mal. Oh, Alter, die leben jetzt noch direkt. Wie viel Leben hatten wir? Wir hatten ja volles Leben. Okay, ich renne erstmal weg hier. Und versuche jetzt erstmal... Was schreiben die Leute denn hier? Ah, jetzt habe ich es verpasst, leider. Geschafft. Toll. So, hier geht's nicht. Kommt er denn hier lang? Ah, da tut er mit Feuerspein. Das ist ungünstig. Können wir das blocken?
Ah, sehr gut, man kann das blocken. Das ist nice zu wissen. Okay, ich nehme erstmal wieder einen Heiltrank. Komme ich hier runter? Ah, das ist, ich bin jetzt in der Falle. Das ist scheiße. Also okay, hier ist dumm. Ich weiß nicht, ob man hier runterrollen kann, aber das wird ja auch nichts bringen. Ich werde nochmal nach links gucken, aber wahrscheinlich wird das da genauso aussehen. Das bedeutet, ich muss den so irgendwie schaffen. Weil wenn der Feuer speiert, das ist natürlich auch scheiße, wenn ich da in der Falle bin. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man da in der Ecke ist, und das dann vielleicht den besser, oder der besser berechenbar ist, weil er nicht ganz so viel Platz hat, um seine Kombos auszuführen. Weiß ich nicht. Muss mal gucken, ne? Aber das ist halt so, in dem Spiel stirbt man halt öfters. So, wir müssen... Ich laufe hier jedes Mal falsch. Jetzt bin ich richtig gelaufen, cool. Das freut mich aber. Na fuck, jetzt muss man halt wieder die ganzen Viecher machen. Naja, egal. So viel ist das ja auch wieder nicht. Und ich hatte auch beim Drüberschauen, ist mir aufgefallen, das war auch einer der ersten Folgen gewesen, wenn man hier rechts lang läuft, also unten jetzt hier vor der Burg rechts lang läuft, da geht es auch nach unten. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich war da jetzt noch nicht, vielleicht gibt es auch eine Abzweigung, dass man dann sozusagen in den Keller kommt oder in den Kerker, wo wir auch noch hin müssen, um die Glocke zu holen. Das muss ich mir dann mal anschauen, aber erstmal will ich das jetzt mit den Gargoyles machen, außer das dauert mir jetzt hier zu lange oder ich sterbe immer, also ich sehe da, dass ich keine Chance darin sehe erstmal. Dann würde ich dort erstmal fix gucken, weil schlimmstenfalls könnten wir uns dann vielleicht noch ein bisschen hochleveln. Ach, ich würde jetzt so gerne mal kontern. Naja, geil. Machen wir so hier einfach. Ah, dammit. Na, stirbst du jetzt bald mal? Ich nehme mal einen Heiltrank, oder? Ja, okay, jetzt nimm dir ein. So hier. Na komm. So, da ist er down. Das war aber knapp gewesen. Bloß gut, dass ich so viel in Vitalität reingehauen habe. Aber die Tränke scheint auch nicht prozentual zu sein. Das ist ein bisschen schade. Um ehrlich zu sein. Na, lassen wir das mal so. Eigentlich haben wir viel zu viel verloren am Leben. Das ärgert mich wieder schon ein bisschen. So, Feuer. Oder können wir einfach schnell durchrennen, die Leiter hochgehen? Ich probiere es mal. Das sieht nicht so gut aus, was ich hier mache. Aber das musste irgendwie gehen. So, ach, hier war doch die Leiter, dachte ich. Hier ist die Leiter. Das geht schon. Ich werde das jetzt immer so machen, glaube ich. Nur halt da versuchen, das nächste Mal nicht ganz so viel Leben zu verlieren davor. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, nehmen wir erstmal wieder Heiltrink, dass wir volles Leben haben. Dann renne ich nochmal durch, schau nach links. Wenn da nichts ist, müssen wir halt kämpfen. Weiß nicht, ob das eine bessere Position war. Die kommen ja hinterher. Scheiße. So, da sind wir erstmal gut ausgewichen. Na komm, renn. Was ist denn hier links? Da ist auch nichts, hä? So, hier kommen wir ja wieder nicht durch. Dachte ich mir fast schon. Und hier ist wieder eine Falle. Ich kann es noch probieren. Vielleicht haben wir eine bessere Position zum Kämpfen. Gucken wir mal. Oh, der tut ja immer Feuerspeien. Gehen wir mal hier hin. Alter, nee, das ist scheiße hier. Ey, wir können doch nicht wegrennen und uns auch nicht heilen. Okay. Ach ja. Okay, also auf offenem Feld kämpfen. Wir können ja nochmal schauen. Ich wüsste nicht, wo ich hier noch hingehen sollte sonst. Und die Tipps geschafft und so helfen mir da auch nicht weiter. Na gut. Ich versuche jetzt mal komplett gleich durchzurennen. An dem Ritter müssen wir eigentlich auch vorbeikommen. Weil es ist ja nervig, wenn man mal gegen die kämpfen muss, um ehrlich zu sein. Oder ich gehe mal fix hier rechts gucken. Soll ich das mal fix machen? Das dauert ja nicht so lange. Machen wir das mal. Müssen wir hier die Treppe lang... Na, da muss man wahrscheinlich erstmal wieder die kleinen Mobviecher da weghauen, aber das ist jetzt nicht so das Problem. Krass, wie einfach die mittlerweile gehen. So, da vorne ist wieder einer mit der Brandbombe. Und die müssen wir ja auch blocken können, schätze ich zumindest mal.
Na komm, spring doch mal weg hier. So, der ist down. Nice. War das schon hier? Ne, hier ging es nicht nach unten. Das war weiter. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Hier sind wieder die Ratten. Oder eine Ratte. So, die ist down. Die kommen jetzt immer noch nicht durch wahrscheinlich. Ja, okay. Das wird schon wieder so ein Ding sein, dass man da irgendwie wieder dann, wo man es nicht ahnt, wieder plötzlich zurückkehrt. Nach einigen Spielstunden. Ich würde schon denken. Genauso war ja auch in der ersten Folge war ja auch so eine Stelle gewesen, wo man nicht hochkam. Also irgendwann wird man auch wieder ganz am Anfang sein. Das ist... viel Erfolg. Oh, jetzt... Nee, das passt schon erstmal, wo ich... Und hier kann man irgendwie... Ah, nee. Seht ihr, das habe ich verpeilt, glaube ich. Ich glaube, die Treppe da, wo ich dachte, es geht runter, ist die, wo wir jetzt gekommen sind. Glaube ich zumindest. Aber hier waren wir noch nicht. Oder doch, warte mal. Wenn wir jetzt hier... Hier geht's nach unten eigentlich. Hier würde ich ja gerne mal hinschauen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ach, man kann hier auch nach rechts gehen, oder was? Ich probiere das Ding dann mal kaputt zu hauen. Irgendwie kommen wir da schon runter. Oh, ich hatte Blocken gedrückt. Na egal. Könnt ihr wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören. Okay, kaputt geht das nicht. Dann springen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Also sterben sollten wir doch da nicht jetzt. Da hätte ich mal so eine Sprungattacke machen sollen. Na egal. So, hier geht's auch nicht weiter. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ah, damn. Hier geht's noch weiter runter, hä? Waren wir hier schon mal? Pass auf, Feind. Hier sind wir noch nicht gewesen. Leiche plündern. Abfall. Yay. Richtig cool. Fuck. Oh. Okay, Ah, das war schlecht. Oh, das sind übelst viele. Komm, wirf. So, das dürfte doch gereicht haben, hoffe ich zumindest. Einer ist noch da. Na komm, den haben wir jetzt auch noch weg. Ich sehe halt leider nicht so viel gerade. Kamera ist gerade ein bisschen doof. Okay, den hatten wir auch. So, hier geht's wieder hoch. Aber weitere Möglichkeiten gibt es ja nicht wirklich. Dann klettern wir mal hoch und gucken einfach mal. Hier ist auch was zum Looten. Waren wir auch noch nicht gewesen. Aha. Hier kommen wir nicht lang. Kann's ja mal probieren. Ah, guck mal, da hinten waren wir auch noch nicht. Menschlichkeit. Sind wir von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen, ne? Oder? Nee. Wir sind von der Leiter da gekommen. So, da, es geht aber noch weiter runter hier eigentlich. Wahrscheinlich müssen wir hier nach rechts wieder runterspringen. Hm. Keine Ahnung. Waren wir hier? Hier waren wir doch schon. Ah ne, hier noch nicht gewesen, okay. Krass. Ah, oh, genau in dem Moment springt er wieder. Nervsack. Aber so wirklich durchschauen tue ich hier noch nicht. Also auf jeden Fall war ich hier teilweise noch nicht. Ah, hier geht's nach oben. Oh, doch nicht. Ah, das wäre so eine Stelle, wo wir irgendwann mal wieder von hier kommen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich nehme erstmal einen Heiltrank. Okay,
Also hier sollte ich nicht runterspringen, das wäre wahrscheinlich tödlich. Glück? Fragezeichen. Aha. Hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Okay, hier sind wieder welche. Was steht denn hier? Pass auf, Drache. Draken. Ah, hier waren wir doch schon mal. Und hier ist eine Leiter, guckt mal, Leute. Aber wie komme ich denn da hin? Ich will da runter irgendwie. Das kann nicht so schwer sein. Wenn ich jetzt hier nochmal runtergehe, kann ich hier runter. Ah, hier waren wir doch schon mal gewesen. Ich spring mal hier runter. So, ich will jetzt irgendwie da hinkommen. Das kann nicht so schwer sein. Was ist ja bloß. Aber wir können durch die Fässer doch gehen, oder? Ist ja auch so eine Mauer davor. Hier scheint es runter zu gehen, hä? Huh?